Herr Domanek, mittlerweile dritter Prozesstag im Prozess rund um Sebastian Kurz. Was sind denn so die Sachen, die Sie am meisten, ich sage einmal, amüsiert haben bis jetzt? Also alles außer dem Prozess in Wirklichkeit. Aber ich verfolge den mit einem halben Auge, weil ich weiß, dass ich bei euch eingeladen bin. Aber in Wirklichkeit ist ja die kriminalistische Bedeutung dieses Prozesses, habe ich schon mal gesagt, circa so in der Region, Auffahrunfall auf der Autobahn. Normalerweise wird nicht so viel Zeit verwendet, Klammer schwendet, auf solche Kausen. Außer die Herrschaften haben so ein unfassbares Bedürfnis, sich hier selbst darzustellen, was entbehrlich wäre, weil der Richter ist ein Vollprofi und der hat den Akt gelesen und da ist er durchaus wohlwollend, wenn die Erstangeklagte schon am ersten Verhandlungstag mit der Version zu Hause geht und die mit Abstand die meisten Fakten, wenn er die Anklage richtig im Kopf hat, zu vertreten gehabt. Und wäre sicher mit einer moderaten Gangart da möglich, das abzukürzen. Aber jetzt sagen sie eh schon, vielleicht habe ich was falsch gesagt oder vielleicht habe ich es so. Es ist ein Vorsatzdelikt. Also, hier sind die hohen Blödsinn geredet, was weiß ich. Der Herr Blümel hat bei einem Untersuchungsausschuss, ich glaube, 85% der Fragen konnte er sich nicht erinnern und ist immer noch nachher Minister gewesen oder einen Führerschein gehabt. Also das sind die Dinge, die ernst sind, die amüsiert mich am meisten. Sie machen sich das Leben einfach schwerer bei den Ausschüssen selbst und die gehören ja meines Erachtens, würden die übertragen, live übertragen können. Vielleicht, ich hatte das Vergnügen, einmal so Protokolle lesen zu müssen im Zusammenhang mit eben so einem Verfahren auch und da habe ich gesehen, wie es dort zugeht. Das ist ein Dschungel. Wirklich, Dschungelcamp. Da redet jeder einfach quer durcheinander. Irgendwas, lauter Amateure, stellen juristische Fragen völlig aus dem Kontext, wo man nicht, da geht es um, dass der Akkredit hat und im Protokoll drinsteht. Vielleicht würden sie die Herrschaften das ein bisschen mehr fokussiert und strukturiert zusammenkriegen, wenn die Wähler sehen würden, wie es dort zugeht, damit es nicht zu genannt wird. Aber das dauert ja alles Ende nie und dann ist eh schon wieder Neuwahl und man weiß ja nicht, wie es ausgegangen ist. Ne? Das ist ja auch das, was der Herr Bonnell, der heute im Zeugenstand gesessen ist, so stark kritisiert hat. Wie er im Ausschuss gesessen ist, im Untersuchungsausschuss, hat er fürchterliche Angst gehabt, dass er irgendwas Falsches sagen könnte, dass ihm dann sozusagen ein gerichtliches Nachspiel droht. Und dann heißt ja, die WKStA zerlegt ihre Opfer so, dass sie nachher finanziell kaputt sind. Das hat ja auch der Herr Strache gemeint. Und ja, der Fall um den Herrn Pilnercheck, der dürfte ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen anscheinend, nach dem, was der Herr Kurz zumindest gepostet hat auf Twitter. Ja, also da möchte ich, ich habe den sehr gut gekannt und unsere Karrieren sind ziemlich gleich verlaufen und annähernd gleich alt. Und ich habe da am Mittwoch bei ihm ein Privatissimum besucht, ein hochkarätiges. Also er war weit entfernt davon, dass er mir selbst mal gefährdet gewirkt hat. Also es war eine blöde Geschichte rundherum, die halt offensichtlich für ihn persönlich der Schlussstrich war, weil knapp vor der eigentlich Rehabilitierung, soweit beruflich. Es war Kurzschlusshandlung meines Erachtens, aber das Ganze zu versuchen zu instrumentalisieren auf die Menschenjagd und das vielleicht noch latent auf das eigene Schicksal des armen Herrn Kurz umzumünzen, ist schon, ehrlich gesagt, grenzwertig. Ich habe das auch in den Nachrichten gesehen und gesagt, wenn es wirklich so gemeint hat, wie er es gesagt hat, dass er sagt, schau, ich bin auch so arm und ich habe mich halt noch nicht umgebracht, wenn der Hetz sagt, bitte, der Vergleich ist jenseitig. Ich will gar nicht näher darauf eingehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, nein, bitte nicht. Das tut man nicht so. Es hat so ein bisschen nämlich den Eindruck gemacht, wenn man es gelesen hat, vor allem im letzten Teil drinnen, dann eben mit Verfolgung und schlecht behandelt und so weiter. Ja, alles ungerecht, alles gemein und alles gegen mich und kein Wunder, dass bei dem Druck und dieser Hetze, also, wenn man keine harte Haut hat und ein schmetterndes Kind ist, dann soll man nicht in die Politik gehen, da fängt es einmal an. Und wenn man Angst hat, bei einem Untersuchungsausschuss, wo ich sagen kann, wenn man das fünfte Mal das gleiche fragt, sage ich, passt einmal auf, jetzt kennst du mich schon langsam gerne, einmal noch so eine Frage. Und ich gehe einfach, das halte ich auch noch aus, ich bin ja Immunabgeordneter, was soll denn sein? Ich beantworte diesen Schwachsinn nicht mehr, ich weiß nicht. Und wenn dann ein Staatsanwalt mich anklagt, weil ich mich nicht erinnern kann, naja, wie soll man es denn, das ist Mühle auf Mühle zu, da verliert man ja immer. Entweder kann man sich ein bisschen erinnern, vermeintlich, dann ist aber das was anderes, an das der Staatsanwalt will, dass ich mich erinnern kann, klagt er mich an. Und wenn ich sage, bevor ich einen Blödsinn rede, kann ich mich lieber nicht erinnern, klagt er mich auch an. Also das ist eine Lose-Lose-Position und der kann man sich entziehen, dem einfach so, wisst ihr was,
ich rede nichts mit euch, weil ich habe potenziell hier offensichtlich das Gefühl, dass ich mich mit allem selbst belasten könnte. Also lassen wir es gut sein. Das ist ja auch, was der Bonelli gesagt hat, dass er eben so viele Suggestivfragen zum Beispiel durch einen Brandstätter gegeben hat, wo eben eine falsche Behauptung in der Suggestivfrage eingebaut ist, die ja dann erst einmal widersprochen werden muss, was aber schwierig ist, wenn der Ratschlag ist, möglichst kurz zu antworten. Ja, aber es ist ja sanktionslos, wenn er sagt, hörst, auf den Plätzchen gebe ich Ihnen einfach keine Antwort. Das gibt vielleicht politische Raison oder Gepflogenheiten, so ergibt es einen eigenen Politiker-Ellmeier, möglicherweise, dass man sagt, man muss auf jeden Plätzchen eine Antwort haben. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Es ist ja legitim, bei Gericht mit dem Staatsanwalt nicht zu reden. Wenn man der Vorhalte macht, die mir nicht passen, dann sage ich, ich rede nichts mit Ihnen. Ich instruiere meine Mandanten sehr oft so, dass man sagt, wenn der Richter was fragt, besser, der denkt sich was dabei. Also da ja, aber wenn der Staatsanwalt, der macht hauptberuflich Schwierigkeiten, na, den lassen wir einfach, das war er nicht da. Und wenn ich was frage, dann haben sie gerade irgendwo die sind sie falsch abgebogen, weil dann haben sie die Frage nicht richtig verstanden. Der meint es nicht böse mit Ihnen. Der Richter ist, gerade der Richter ist wirklich objektiv und kann man nicht sagen, dass der tendenziös wäre. In keiner Richtung. Der ist alles, also alle Unterstellungen mit Pizzen und so weiter, diese Befangenheitssachen, über das will ich ja immer mehr reden, weil es wirklich obsolet ist, das Thema. Das hätte ja längst schon amtsweg wahrgenommen. Also der ist korrekt genug und hätte einfach leicht eine Akt vom Tisch gehabt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich genau zu dem Zeitpunkt im Gerichtssaal setzen durfte und habe mir genau den Richter angeschaut, wie er eben auf den Angriff vom Verteidiger von Kurz reagiert. Und es war irgendwie demonstrativ stoisch, gerade dass er nicht gegähnt hat währenddessen. Und nachher hat er halt langatmig erklärt, warum das alles überhaupt keine Bedeutung hat, hat er sofort abgewiesen. Das war doch von vornherein klar, warum man es überhaupt versucht. Naja, weil der bezahlende Mandant sich das erwartet. Das heißt, pflichtgemäß stelle ich den Antrag, weil wenn Sie nicht machen, macht es ein anderer an, weil du tauscht mich dann aus. Manche Sachen muss man machen, auch wenn es vielleicht wunderlich wirken, aber der Mandant will das so. Man sollte ihn aufklären, dass das nicht wirklich wahrscheinlich, dass der Richter, die Wahrscheinlichkeit, dass der Richter einen Prozess anberaumt auf so und so viel Tage mit so und so viel Zeugen und dann sagt, hupsi, lieb im Befangen, geht man leider zu Hause am ersten Tag, na, die ist eher, vorsichtig gesagt, gering. Vor allem denke ich mir, es ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann vielleicht einerseits am Schluss eine Revision beantragen, aber auf der anderen Seite wird der Richter nicht gerade happy sein, wenn er so angeschossen wird, gleich als erstes. Schauen Sie den krassen Prozess an, die Geschichte mit dem Hohenegger, mit der Frau. Und da gibt es dieses Posting, das Unglückliche in der Nacht, wo der Korneuburger Richter, der Gattin, der Gatte, der Vorsitzende, was gepostet, nicht einmal das hat man für eine Befangenheitsgrund gehalten, dann wird, weil er irgendwie einmal Kontakt gehabt hat mit einem Journalisten, was noch Teil des Berufes ist, auch, dann muss er zu Hause einsperren nach Dienstschluss und dann immer mehr auf die Straße gehen, was die Leute dann auch ein bisschen weltfremder werden lässt, was ich mir bei Richtern nicht wünsche. Kommen wir noch mal kurz zum Geltungsdrang vom Sebastian Kurz. Das ist doch eher ein bisschen untypisch, dass Angeklagte ein Pressestatement sozusagen vor jedem Sitzungstag abgeben. Das erste war ja ein ziemlicher Schuss gegen die WKStA. Da hat einer der Journalisten dann gemeint, ob er nicht Angst hat, dass das eine Verachtung des Gerichts oder eine Schmähung des Gerichts sein würde praktisch. Auch hier wieder als Verteidiger muss ich sagen, wenn der Mandant das dringende Bedürfnis hat, sich hier zu äußern, dann soll er das tun. Ob ich das für strategisch klug halte als Verteidiger, steht aber von einem anderen Blatt, auch aus seiner eigenen Verteidigung, wenn man sagt, sind wir wieder dort, wenn mich der jetzt bei Fuß gehen lässt und er redet statt mir. Solche Leute, die sind befehlsgewohnt, die sind in der Hierarchie immer ganz oben, sind gewohnt, jetzt rede ich. Und dann sage ich dann, ja, und möge er sich die Situation auch nicht wirklich vielleicht verbessern, den gesamten Druck. Und wenn man sagt, okay, lass es über mich ergehen, ich schaue mir das einmal an und vielleicht komme ich zum Schluss mit mir selbst, dass ich dann, ja, das eine oder andere wirkt tatsächlich missverständlich oder ich habe mich nicht erinnern können, statt dass ich sage, bin mir nicht sicher, aber auch hier, ich kenne die Protokolle nicht von seiner Einvernahme beim Untersuchungsausschuss. Und diese Na- und Nein-Debatte, das ist ein Ersatzteil von einer mehrstündigen Einvernahme. Und da habe ich gesagt, na,
nicht schon wieder die blöde Frage, kann auch heißen, oder nein, kann also im Sinne von einer Entscheidungsfrage, die nur mit Ja oder Nein zu beantworten ist, kann auch so zu werten sein. Aber es gibt ja die Protokolle und der Richter hat sich die sicher schon bei der Verhandlungsvorbereitung angeschaut. Da braucht man auch keine 108 Seiten Begründung für einen Strafantrag, den man auf 8 Seiten unterbringen kann. Ist das auch ein bisschen ein Geltungsdrang von einem WKStR? Fragen Sie mich nicht, was die geritten hat. Also ehrlich gesagt, ich habe tausende Strafanträge bereits in der Hand gehabt und das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Es ist ein Einzelrichter, der entscheidet. Der liest bereits bei der Ausschreibung der Hauptverhandlung, der kriegt den Aktzutat vom Computer, vom Zugriffsgenerator und schaut sich das einmal an. Natürlich, weil es ein glamouröser Akt ist, wo damit zu rechnen ist, dass genau der Zirkus ist, der da jetzt abgeht. Also da, okay, schauen wir sich genau an. Und dann jeder Profi nimmt so einen Akt in die Hand. Also wenn ein Akt, ich schaue mir, der Mandant kommt mit einem Strafantrag, einer Ladung, da erzählen sie mir gar nichts. Ich lese mir das durch und dann sage ich einfach, was ich mir denke. Genauso ist bei einem Richter, der schaut sich das an, was zu 90%, wohin die Reise gehen könnte. Und das lässt er einen auch, wenn man aufmerksam ist und ein bisschen achtsam, dann erkennt man auch, das schickt auch Signale aus, wenn man nicht mit sich selbst so beschäftigt ist und mit dem Glanz, den man vermeint, ausstrahlen zu müssen. Und der Erfolg ist überschaubar möglicherweise, weil der ist mit sich selbst, der hat sich vorbereitet, der will unbedingt, manche wollen halt Dinge loswerden, ungeachtet der Gesamtstimmung, die durchaus wohlwollend zu sein scheint in der Verhandlung, habe ich den Eindruck, da ist jetzt keine Gefahr von Gehässigkeiten. Ich meine, dass die Staatsanwälte und dass der Koch dass zwei Staatsanwälte wegen falscher Zeugenaussage da sitzen, ist ja nicht wirklich nachvollziehbar. 108 Seiten sind nicht nachvollziehbar, weil der Richter, den braucht man nicht sagen, wie er den Akt zu lesen hat und wie das in Wirklichkeit gemeint ist und zu verstehen. Weil die antizipierende Beweiswürdigung, das widerspricht ja schon dem Objektivitätsgebot, dem die Staatsanwaltschaft natürlich obliegt. Also die haben sehr wohl hier gesagt, das ist der Sachverhalt, der im Raum steht. Den werten wir so, dass mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit mit einer Verurteilung zu rechnen ist. Liebes Gericht, macht er dein Bild. Da sagen, es gibt keinen Beisitzer, keine Schöffen, schon gar keine Geschworenen, die da mitreden. Der Einzelrichter kennt den Akt schon am Anfang. Und dann schaut er sich das Beweisverfahren an, ob es irgendwelche Ergebnisse erwarten lässt, die ihn davon abbringen können, von dem wahrscheinlich bereits anfangs eingeschlagenen Tendenz, die er gehabt hat beim Akt vorbereiten. Und man sagt, kann man so oder so, wenn man sich das ansehen wert und im Zweifel kann man sagen, oh, oder es ist blöd formuliert gewesen im Sinne von mal so, dass er, ich weiß mit einer Diversion, zwinker, zwinker, weil die erste hatte schon verstanden, die Botschaft, hervorragend vertreten, aber die war sicher zugänglich, aber die hat ja keine Zukunftspläne und Visionen wieder auf der Bühne, wie die anderen, also vor allem wie der eine andere Herr, der auf irgendein Rampenlicht wahrscheinlich braucht. Kommen wir mal kurz zur Stimmung, die Sie ja gerade auch angesprochen haben im Gerichtssaal. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Sie ist ja praktisch zwei Plätze weiter seitlich gesessen. Also während der Kurz und der Bonelli nebeneinander gesessen sind, waren dann zwei Plätze frei und dann ist sie gesessen. Das hat auch schon einmal, sagen wir, das Bild hat irgendwie einen Ausdruck gehabt. Und zum Kurz jetzt in seiner Vernahme als Zeuge. Er hat teilweise schon extrem defensiv gewirkt, auch stark herumgestikuliert und manchmal ist die Stimme fast ins Weinerliche abgerutscht. Wie würden Sie die Stimmung im Saal interpretieren? Ich war nicht im Saal und natürlich habe parallel natürlich richtige Prozesse verhandelt mit richtigen Kriminellen, also welche, die im Regelfall wissen, dass sie solche sind. Was da schwierig ist bei diesen White-Collar-Patienten, denen muss man oft erst erklären, dass das gar nicht so legal mitunter ist und dass da gewisse Unschärfen haben, strafrechtlicher Natur, das ist gar nicht so einfach. Deswegen bevorzuge ich den anderen Teil des Klientels, die im Regelfall ja weniger verdichtetes Unrechtsbewusstsein haben zwar, aber auf der anderen Seite schon durchaus wissen, wie der Hase läuft. Man sagt, machen Sie das? Und ich sage dann ja oder nein, also machen wir es so. Das sind meistens noch besser gefahren. Aber in dem Fall ist es ja, eben solche Darbietungen ins Weinerliche und dann Schuld vor anderen so. Sag ich, ja, klingt blöd, ich habe mir das auch gehört. Pff, was soll ich tun? Aber das ist schwierig von jemand, der in dem so jung, dann sage ich, war erst 33 Jahre, hallo, 33 Jahre war schon Bundeskanzler, ne? Schon mit einer gewissen
Boulevard ausgestattet und man kann man schon ganz schön viel anrichten als Bundeskanzler. Und ich war 33 Jahre und da war ich noch ein bisschen schreckhafter. Ist jetzt nicht die Verantwortung, die von einem, ich meine, das war schon der Gescheiterste dann im Land, das war der Bundeskanzler, also tut schwingen, ich war jetzt 33 Jahre, das ist jetzt, da war jetzt, das ist ein bisschen überrascht gekommen, ich habe mich so gefurcht, was macht denn der, wenn er wirklich in einer Krisensituation kommt persönlich? Man muss ja auch sagen, es ist ihm ja nicht passiert, er war ja auch stolz drauf, der jüngste Bundeskanzler zu sein, also... Eben, er hat sich gerissen drum und es war, das jetzt, geht jetzt nicht um Leben und Tod in der Verhandlung. Es ist ja keine Entscheidung, was existenziell ist. Man vergibt sich nichts, aber wahrscheinlich hat er Angst, dass ihm irgendwie die Scheinwerfer mal abdrehen und dass er irgendwie einen richtigen Beruf lernen muss. Weil jetzt. Bundeskanzler, als Pfuschen kann man schwer als Bundeskanzler. Da muss ich kurz reingrätschen, weil er hat scheinbar 6 Millionen Gewinn im letzten Jahr gemacht mit seiner Firma. Also finanziell gesehen wird es nicht so gefährlich werden. Die Frage ist, ob er das Rampenlicht nicht vermissen wird. Das dürfte sich eher um Letzteres handeln, weil dürfte aus dem Gröbsten heraus sein. Und ich weiß nicht, ob das in diesen Sicherheitsbereich Firmen, wo er tätig ist, ist er das Rampenlicht gar nicht unbedingt das Erwünschteste. Ja? Das ist ein Widerspruch in sich, weil das sind Leute, die eher sehr unter den Radar bewusst bleiben wollen. Und da brauchen sie jetzt nicht unbedingt eine Rampensau, die dort alles so sagt. So. Okay, ich weiß, hier ist nicht viel Geheimnis, aber der will es nicht sagen. Ne? Ist wunderlich. Ne? Ja. Jetzt als Österreicher, als Profi der Gerichtsszene in Österreich seit Jahrzehnten, es geht, wie gesagt, um eine Falschaussage. Strafrahmen 3 Jahre, er ist unbescholten, mehr als 2 kann es eh nicht werden. Wird überhaupt was überbleiben oder wird es im Zweifel für den Angeklagten ein Freispruch? Ich kann das nicht sagen, weil ich kenne den Inhalt, der die Hochmann natürlich das würde ich nicht ertragen, mit dem auszusetzen. Aber der Otto Dittich ist ein brillanter Verteidiger, ein brillanter Jurist natürlich. Aber wir sagen, das ist ja Fußballtrainer, leider Gottes, was man am falschen Fuß macht, wie eine Darbietung von der Rapid gestern. Da können sich Guardiola hinsetzen, die kennen es halt nicht besser. Nicht? Wenn der Barkholt kommt, das geht mit Klagenfurt, das ist dann 3-2. Der Trainer kann nur sagen, du das, du bleib dort. Und wenn es der nicht macht, dann schießen die halt auch da. Mhm. Und das Gleiche ist da, er kann nur choreografische Anweisungen geben, aber wenn der falsch abbiegt und wenn der halt die Position nicht hält oder so, ich rede, was ich will und du bleibst da. Und sagst du mal, und schreibst du dann diese Schriftsätze, die liest ja keiner. Das muss man auch wissen. Es ist das Mündlichkeitsprinzip und das Prinzip der Unmittelbarkeit im Strafprozess vorgesehen. Also die Zettelschreiberei im Strafprozess ist etwas, was die Wirtschaftsanwälte irgendwie eingeführt haben. Aber ehrlich gesagt, weiß ich, dass die nicht so echt gewesen wären. Nur also bei solchen einfachen Einzelrichterverfahren. Abschließende Frage. Es gibt scheinbar schon eine Planung, dass der Raum auch für Tage im Dezember gebucht wird. Was glauben Sie, wie lange wird das Ganze dauern? Es ist jetzt schon absurd genug für mich, der Verfahrensumfang und die Art und Güte und Größe, die man diesem Verfahren einräumt. Also wäre das nicht der Herr Kurz, kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Beweisanträge, wo das Beweisthema nicht einmal im Strafantrag ersichtlich ist, wozu wer geladen ist, welche Nebenaspekte und Nebenfronten dann erörtert werden müssen. Es geht nur gerade beim Kurz ums Wenigste. Mhm. Da steht dann, ich kenne den Strafantrag, das ist Frage. Also das kann man relativ an einem Vormittag gemütlich über die Bühne bringen. Also auch wenn man es extrem ausdehnt, sollte man es noch heuer erfahren? Ich traue mich auch nichts mehr sagen. Ich habe keine Prognosen mehr, weil der Richter los, der will sich auch jetzt nicht irgendwas antun mit einer MP von der Staatsanwaltschaft, die ja zwangsläufig im Fall eines Freispruches käme. Er hat sich aber immerhin, er hat ein Signal gesetzt, weil die Version, die Erstangeklagte bekommen hat, die SDA hat sich, oder die WKSDA, also meines Wissens ja immer gegen die versionelle Erledigung ausgesprochen. Ja. Dann hat der Richter das für sich beansprucht und gesagt, na, ich mache aber auch nicht, dann macht es halt was dagegen. Das heißt, da sieht man, dass der wirklich das Ganze, sagen wir, Pomade, wie man in Wien sagt, ja, halten will. Und das signalisiert auch der WKSDA. Also für mich ist das ein DINEF im Verhältnis. Mehr ist es nicht wert als sowas und warum auch nicht. Ne? 100.000 ist jetzt, muss auch eine Frau lang stricken, bis das benannt hat. Ist ja nicht nichts. Bitte? Ich glaube, die Frau Klaus-Kassner hat es schneller zusammen. Ja, es soll auch im Verhältnis zu den persönlichen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit stehen, das Ganze. Aber eigentlich ist schon was, es soll spürbar sein, aber es soll nicht Alcatraz sein.
Und das ist ja schon, also was möglicherweise gibt es Dritte, die ihnen was wert war, das mitzahlen oder einen Hilfsfonds einrichten, weiß ich nicht. Ich kenne ja diese ganze Partie nicht. Aber Gott sei Dank mit so politischen Dingen halte ich mich fern, weil das ist, ich habe echt die organisierte Kriminalität, die ist am besten. Und die an sich, die arbeiten wirklich ein bisschen niederschwellig und sprechen auch nicht so viel. Also echte Kriminelle sind leichter zu berechnen als Politiker? Na, die wissen es ja. Ne? Die sind ja vorbereitet auf das Szenario und kennen das Szenario rundherum, teilweise in mehreren Ländern. Und die wissen ja, dass immer am besten, und dass gerade im Strafgericht weniger mehr ist. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Domanek. Sehr gerne, jederzeit wieder.